Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe The Curious Expedition. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Mittlerweile sind 3 weitere Alpha-Versionen veröffentlicht worden und auf vielfältigem Wunsch der Zuschauer, recht herzliche Grüße an dieser Stelle, nehmen wir was Neues auf, nehmen wir eine neue Folge The Curious Expedition auf und ich bin schon sehr gespannt. Ihr seht, es hat sich hier ein bisschen was verändert. Ich mache mal gerade hier nochmal in alter Tradition Musik ein wenig leiser, damit ich mich selbst besser sprechen höre. So, ja, wunderbar, wir haben mittlerweile hier Häuser am Start und ich spiele es jetzt auch gerade nicht mehr im Vollbildmodus, weil dann passiert nämlich Folgendes, das Logo, das verschwindet dann ein bisschen da oben. Keine Ahnung, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall so und gut, wir spielen jetzt auf jeden Fall The Curious Expedition in der Alpha 9. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Vermutlich wisst ihr besser als ich, was sich alles im Detail geändert hat. Ich mache das so wie immer. Ich spiele das Spiel und entdecke das Spiel jedes Mal ein bisschen neu mit jeder weiteren Alpha-Version. Und ja, bevor wir jetzt groß anfangen rum zu quatschen, was wir sowieso schon jetzt seit 5 Minuten machen, würde ich sagen, fangen wir mal wieder ein neues Spiel an. Denn wie immer wurde unser alter Spielstand gelöscht. Wahrscheinlich durch das Updaten einer Alpha-Version. Aber das stört uns gar nicht, weil dann können wir wieder von vorne anfangen und neu entdecken. Also, neues Game, New Game, let's go. Oha. Neue Mucke am Start. Sehr nice, okay. Cool, außerdem ein neues Auswahlfenster. Wir befinden uns hier im Charakter-Auswahlfenster und das sieht ein bisschen anders aus. Und ich würde behaupten, gar nicht mal so viel besser wie bei den Vorgängern. Hat sich nicht so viel verbessert, sieht halt anders aus, sieht aus wie eine Wand und viele Gemälde. So, 4 haben wir noch nicht freigespielt. Dazu muss man Fame sammeln, sehe ich hier. Gerade Collect 300 Fame in one game, okay. Finish an expedition with 50 or more standing to unlock this character. Walk through the fire to unlock this character. Complete the Gentleman's Quest to finish an expedition in 80 days or less. Okay, hier gibt es anscheinend wohl Challenges, die man erfüllen muss. Ansonsten scheinen hier immer die gleichen Leute zu sein, die wir auch schon aus vorherigen Missionen kennen. Charles Darwin, oha, aber hier gibt es ein größeres Auswahlfenster, so ich das sehe. Mit Begleitpersonen, Gegenständen und so weiter. Marie Curie, Richard Francis Burton, jeder scheint jetzt hier so ein bisschen seine Spezialdinger zu haben. Auch mit neuen Gegenständen, die ich noch gar nicht kenne. Das wird also jetzt echt langsam spannend hier. Und Isabella Bird, die kenne ich glaube ich noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Legendary Adventurer, first woman to join the Royal Geographical Society. Okay. Freier Staat, die kennen wir natürlich. Diane Fortune, ich glaube die kenne ich auch noch nicht. Occultist, Psychologist and Performer of the Modern Magical Arts. Impetus reduces the base sanity cost for traveling. Sehr schön, scheint ordentlich stramme Waden zu haben, die Dame. Wen haben wir denn hier? Alexandra David Neal. Die kenne ich auch noch nicht. Okay, es scheint doch ein paar neue Damen hinzugekommen zu sein. Buddhist, Anarchist and Writer that met the 13th Dalai Lama twice. Nicht so schlecht. Das muss das doch mal hinbekommen. Lone Survivor. Survive a little longer when all alone. Nicht schlecht. Und Amelia Earhart kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Oder doch, das war die erste Frau, die über den Atlantischen Ozean geflogen ist. Kennen wir also schon. Nikola Tesla kennen wir auch. Und ich würde sagen, einfach so aus einem Bauchgefühl heraus, nehmen wir mal die Dame mit dem roten Hut, Isabella Bird, Legendary Adventurer. Ich sehe da unten eine Schaufel, Sprengstoff, Whisky, unseren Schotten. Das ist schon mal sehr gut. Ist er eigentlich immer dabei? Nö. Aha, okay, das scheint sich jetzt schon irgendwie... Vielleicht ist das irgendwie so ein Preset, der da schon vorgespeichert ist. Ich mache mal kurz einen kleinen Checkup. Okay, alles läuft. Wunderbar. Ich habe in der Zwischenzeit, das kann ich ja mal kurz erzählen, den Computer neu installieren müssen, weil es dann Probleme gab und deswegen die Programme neu installieren müssen. Die haben alle nicht konfiguriert. Deswegen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, bis ich mich mal dann dazu aufgerafft habe, alles wieder einzurichten und neu zu gestalten. Naja, okay. Jetzt geht's aber weiter mit Isabella Bird.
Wow, das sieht aber schicki aus. Welcome back to the Explorers Club, old friend. Have you heard that we are building a statue to honor the expeditions of our most famous member? Nö, aber jetzt hast du es mir erzählt, jetzt weiß ich's. Word is that you have a good chance of seeing your likeness on that statue. However, I'm afraid to tell you that you are not the only candidate. Hula. Hier bounced eine Tafel herunter. You and your rivals have 6 expeditions to prove who is the most famous explorer within our club. Wunderbar, wer ist denn da mit uns? Freier Stark, Mary Kingsley, Richard Francis Burton und Charles Darwin. Okay, also es scheint so, als ob wir uns jetzt gegen weitere Mitspieler behaupten müssen, die da wohl mit im Boot sind. Vielleicht in Zukunft auch echte Multiplayer-Möglichkeiten. Momentan sind es hier diese fiktiven Rollen, die kennen wir ja schon. Gegen die treten wir jetzt wohl an. Now go explore. Adventure awaits. Das wollen wir wohl tun. Kann man hier irgendwas klicken? Nein. Kann man das Feuer anmachen? Das wäre schön gewesen. Es ist ein bisschen kalt gerade noch, auch wenn die Sonne draußen scheint. Hier haben wir die tolle Pyramide. Hier ein Dinosaurier-Ei, so wie es aussieht. Das gerne auch mal schlüpfen kann. Ich hätte nämlich gerne mal bald auch Dinosaurier bei uns hier im Spiel. War ja in einem der ersten Bilder von dem Spiel, waren Dinosaurier dabei. Und bisher haben wir noch nicht einen einzigen Dinosaurier gesehen, obwohl wir schon über 15 Folgen gemacht haben. Na gut, es geht weiter und wir continuen. So, die Karte haben sie auch überarbeitet. Sieht jetzt dreidimensionaler aus. Ich muss sagen, vorher fand ich es nicht so schlecht. Ja, choose your next destination. Hier haben wir the Black Grasslands, Kingsley exploring this region. Okay, da sieht man praktisch immer den aktuellen Stand, wo die Leute gerade sind und was sie tun. The Unseen Grasslands, Burton is exploring this region. Okay, Unforgiving Grasslands und so weiter. Wunderbar, und wir haben the Untouched Grasslands. A well-balanced region consisting mostly of wild grasslands. Wunderbar. Waren das nicht mal 5 Expeditionen? Mittlerweile sind es 6. Sehr interessant. Dann wollen wir doch mal die Expedition starten. So, das sieht so ungefähr so aus wie auch schon zuvor. Auch die Musik ist ähnlich. Full of anticipation. I stored my equipment on the ship. The crew had preparations left to do, so I had one last pot of tea. A young man approached me with a request. He desired to have a letter delivered to the chief of a village located in the region we were headed to. Das könnten wir jetzt tun. Daraufhin glaube ich, das ist auch eine Änderung seit dem letzten Mal, als wir gespielt haben. Können wir nicht mehr unser Equipment ändern. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir refusen das gleich mal. Checken aber mal kurz hier die Lage. Also wir haben hier unseren Schotten. Gut. Der hat Eigenschaften, 3 Herzchen, 2 Kapazität, liebt Whisky, okay. Dann haben wir hier Sir Barney, unseren Donkey, Level 1. A Donkey can carry 4 additional crates. Tapfen ist leider nur 1 Herz, ist aber klar. Dann haben wir Isabella Bird, Adventurer, das sind wir. Wunderbar, kann 2 Crates tragen, hat 3 Herzchen. Und hat ein blaues Fragezeichen, was auch immer das bedeutet. Dann Zachariah Nathaniel Hawk. The spiritual and moral backbone of the trek allows to rest for free in missions and increases maximum sanity points. Ist ein bisschen schwach, macht sich auch recht schnell in die Hose und kann auch nur ein einziges Crate tragen. Dafür 2 blaue Herzchen. Wunderbar, und wir refusen das mal hier. I ignored his player. What was he thinking? That we are some kind of postal service? Das ist ein Punkt zu viel. At last the ship was ready to head for distant shores. Okay, und jetzt dachte ich, wir könnten etwas modifizieren. Können wir wohl nicht. Habe ich wohl falsch gedacht. So ist das. Wieder was dazugelernt. So, dann setzen wir mal die Segel. Dann hätten wir den Brief auch nehmen können. Finde ich nämlich eigentlich immer ganz nett. So, was gibt's denn hier Neues auf der Karte? Eine neue Intro-Musik haben wir gehört. Wir können zoomen. So, okay. Wir befinden uns hier. Ja, das ist wunderbar. Hier könnten wir gleich mal zu einem Shallow River gehen. Und da haben wir ein Native Village. Das ist sehr schön. Und hier in unserem Quadranten befindet sich, was haben wir da gesehen?
Ein Dorf, eine verstecktes irgendwas und eine Höhle, die ist hier oben, The Cave Entrance, das ist wunderbar. Hier oben im linken Eck, unverändert, unsere Mannschaft, unten unsere Items. Alles klar, da würde ich sagen, kann es losgehen mit unserer kleinen Expedition. Und natürlich gehen wir erstmal los und erkunden den Shallow River, wobei da kann man nichts erkunden. Wir laufen einfach weiter zum Native Village. Was sagt eigentlich unser Kompass? Ah, schau mal, man muss Travel sagen. Das ist interessant. Das hat sich auch geändert. Ah, man kann sogar Eckpunkte setzen. Das ist auch neu. Man kann jetzt Eckpunkte setzen. Geht das auch wieder rückgängig? Ja, geht. Wunderbar. Unser Kompass sagt übrigens, ich hoffe, ihr könnt den ordentlich sehen, denn der scheint hier so ein bisschen ins Eck gequetscht zu sein. Ich mache mal kurz einen kleinen Check-up. Ja, ich glaube, ihr könnt ihn sehen. Ist okay. Wunderbar. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt mal zum Dorf, würde ich sagen. Travel. Und wir entern das Village. Tag 4. Heute erreichten wir das Dorf. Die Einwohner waren sehr stolz über ihre kriegerische Dings, Prowess, und waren Wertigkeit und waren sehr gut ausgerüstet. Ein wertvoll aussehendes Steinmonument stand im Zentrum des Dorfes. Mir fiel nämlich gerade ein, dass ich doch alles auf Deutsch machen wollte. Jetzt ändern wir das gerade mal in der Mitte der Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, so ist das halt. Die Dorfbewohner schauten uns mit Neugierde an. Sie waren freundlich und boten uns ihre Hilfe an. Das ist wunderbar. Und wie immer versuchen wir an dieser Stelle noch einen weiteren Träger zu rekrutieren. Deswegen würde ich sagen, Recruit. Wir sprachen zu den Dorfbewohnern, um herauszufinden, ob sie willens waren, uns in unserer Sache behilflich zu sein. Wir fanden einen Dorfbewohner, der unserem Track beitreten wollte. Jetzt könnten wir einen Krieger rekrutieren, das halte ich aber für nicht ganz so toll, weil wir bräuchten eigentlich eher einen Träger. Deswegen, weil wir ja auch hier Probleme mit Standing haben, wenn wir sie zu sehr belasten, würde ich sagen, back to the village. Während wir immer noch willkommen fühlten, konnten wir doch etwa ein kleines Unbehagen bei unseren Dorfbewohnern feststellen. Ein kleiner Junge legte sich an den Fuß der kleinen Statue. Verzeihung, mich juckt das kurz im Auge, etwas Heuschnupfen, brauche ich aber nicht weiter stören. So, dann würde ich sagen, traden wir doch mal. Wir machen einen Barter-Deal, ist klar. So, was haben wir denn da Schönes? Wir hätten eine Hornflute, dann Mangos, sehr schön. Oh, rote Pilze, auch nicht schlecht. Ein Seil. Seile haben wir gar keine. Wir haben aber, das könnten wir uns auch mal anschauen, hier Fackeln, 3, 5 Stück, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier eine Shovel, eine Spaten, Whisky, davon kann man nie zu wenig haben, zu viel haben und Ammo. Das ist wunderbar. Ich würde sagen, wir versuchen mal ein Seil zu kaufen. So, das kostet 1. Das ist in Ordnung. Okay, das scheint hier doch... Ah, so wie es aussieht, haben sie das mit der Bezahlung geändert. Und ich vermute mal, dass das jetzt bedeutet, dass es hier grün wird, dass wir auch mehr Standing bekommen, was ich richtig gut finden würde. Und ich würde mal sagen, das probieren wir gleich mal aus. Wir nehmen 2, 3 Seile. Dadurch sind wir im grünen Bereich. Und wir probieren mal, ob dadurch unser Standing nach oben geht. Okay, probieren wir aus. Deal. In der Tat, wir haben 9 bekommen. Das ist schon mal sehr schön. The villagers were open to the idea. Oh, die Dorfbewohner waren der Idee aufgeschlossen, mit uns zu handeln. Wir machten einen coolen Deal aus mit den Eingeborenen. Cool, alles klar, dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Wir haben leider keinen weiteren Büffel oder sowas bekommen. Das macht aber nichts. Wir haben ein bisschen gehandelt, ein bisschen Standing bekommen. Also alles gut, wir sind ja noch am Anfang unserer Reise und wir verlassen mal das Dorf. Wir sagten den Männern, dass sie alles zusammenpacken sollten und losziehen sollten. Denn ein neues Abenteuer erwartete uns bereits um die nächste Ecke. So, Standing minus 1. Haben wir dann doch verloren, aber es könnte auch schlimmer sein. Was sagt denn unser Kompass? Unser Kompass sagt eher nach Osten ziehen.
Und ich würde sagen, das machen wir dann auch mal. Zieht man hier so hoch und machen dann so eine Runde, würde ich mal vorschlagen. Versuchen dann mal hier zur Höhle zu kommen. Fackeln haben wir ja. Da finden wir vielleicht ein paar schöne Dinge und deswegen traveln wir mal eine Runde. Wunderbar, hier um den See herum. Hier haben wir ein weißes Fragezeichen aufgedeckt. Interessant. Und hier haben wir den Cave Entrance. Explore the Cave. Wir erreichten eine Höhle. Die Öffnung schien in das tiefe Innere des Berges zu führen. Wir brauchen eine Fackel, um reinzugehen. Wir haben eine Fackel, also gehen wir auch hinein. Oha. Wir zündeten eine Fackel an und stiegen hinab in die Dunkelheit. Wir waren geschockt, als wir in einer kleinen Höhle ankamen, die voll mit den Rückständen einer kleinen Expedition gefüllt war. Skelette, die wohl französische, an den Skeletten konnte man eindeutig erkennen, dass es französische Entdecker waren. Und sie starrten uns durch ihre hohlen Augenhöhlen an. Sehr gut, wir untersuchen mal die Zurückbleibsel. Und wir waren erfreut zu sehen, dass eine der Körper immer noch etwas von Wert bei sich trug. Und wir looten mal. Und was haben wir gefunden? Wunderschön. Fünf Seile. Ja, da hätten wir uns die Seile, das zu traden, auch gerade sparen können. Aber vielleicht können wir sie beim nächsten Mal dann wieder loswerden. Ist ja nicht so schlecht. Wir nehmen natürlich alles. Und das war cool. Allerdings, unser Schotte sagt, this was way too scary. This was way too scary. Okay. Ja, das war es tatsächlich. Der gute Mann hat vermutlich noch nie Skelette von Franzosen gesehen. Können wir jemanden promoten eigentlich? Nein, können wir nicht. Okay, Tag 13 haben wir bereits. Sir Barney, dem geht's gut. Bei uns ist alles wunderbar. Da würde ich sagen, unsere Reise geht weiter. Wir machen uns mal in Richtung dieses Fragezeichens auf, würde ich sagen. Travel. Durch den Dschungel. Dabei entdecken wir Isabellas ruhigen Dragon, die Drachenfliege, Schmetterling. So, was haben wir Schönes entdeckt? Nicht viel. Hier haben wir einen Waterfall. Zu dem könnten wir noch nicht ganz vordringen. Da unten haben wir das Fragezeichen. Ich würde sagen, da kommen wir gleich wieder vorbei, wenn wir diese Runde gemacht haben. Ich würde gerne jetzt aber noch mal ein bisschen hier nach da oben gehen und schauen, was da los ist. Leider gar nicht so viel. Und das kostet uns 22. Hier, der Dschungel ist wirklich ziemlich aufwendig durchzukommen. Deswegen würde ich vorschlagen, oh, wir haben Isabellas feuerlumineszenten Flügler gefunden und noch etwas anderes, wo ich nicht schnell genug war zu übersetzen, sehen wir ja nachher noch wieder. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier weiter, was war da? Hills, Thick Jungle. Das ist natürlich gänzlich ungeeignet, um da durchzulaufen, weil wir relativ viel verlieren und wir haben tatsächlich nur noch 32 Sanity. Wir haben aber keine andere Wahl. Wir müssen durch den Dschungel. So, wir haben gefunden Rayburts schneller kleiner Schmetterling und Rayburts ruhige Motte. Und nein, wir haben natürlich auch einen Tiger gefunden. Das wäre ziemlich schlecht und uns geht's gar nicht gut. Wow, okay. Das ging schnell. Mir ist schon beim letzten Mal aufgefallen, dass das wirklich viel schwieriger geworden ist, das Spiel. Und Dschungel ist, glaube ich, auch super undankbar, weil es richtig viel Energie kostet. Naja, wie dem auch sei, wir gehen jetzt mal in den Wasserfall. Ich glaube, da können wir uns nämlich ausruhen. Und mittlerweile sieht der Wasserfall auch aus wie ein Wasserfall. Das haben sie schön gemacht. Das sieht aus wie ein Wasserfall. Wunderbar. Dieser Wasserfall war gigantisch. Es ließ uns die Kinnlade herunterfallen, als wir ihn sahen. Das Wasser war frisch und kühl. Und auf jeden Fall müssen wir über Nacht hier schlafen, denn wir haben keine andere Wahl. Unsere Sanity ist im Keller. Ich möchte nicht heute Abend sterben. Hey, beruhig dich mal. Uns geht's doch gut. Mehr Alkohol. Okay, ja, das kann ich verstehen. Wir ruhten uns aus und es war schon spät, als ich bemerkte, dass Raybert Ellie anfing zu trinken.
das ist natürlich gar nicht gut. Er war in einer sehr gesprächigen Laune und bald gesellten sich alle anderen zu ihm und fingen an zu singen und zu tanzen. Sollten wir es ihnen erlauben zu trinken? Ich glaube nein. Stop the drinking feast. Oh, okay. Unsere Sanity ist ja gerade eben richtig gedroppt. Ich glaube, das war's mit unserer Expedition. Oh mein Gott, wie ich mich blamiere. Was für ein Scheiß. Ich musste mich entscheiden zwischen harschen Worten und der Erinnerung, dass wir uns hier auf einer wichtigen Mission befinden würden und wir uns unbedingt fokussieren müssten. Es half allerdings nichts. Ja, die Stimmung ging in den Keller und so weiter und so fort. Sanity minus 10. Ah, okay. Hier sehen wir aber... Oh, okay, hier wurde gerade... Das ging gerade alles etwas schnell. Für gewöhnlich lief das jetzt immer weiter, aber hier haben sie einen Break gemacht. Nach 4 Tagen hat es uns sozusagen... Sind wir sozusagen wieder aufgewacht. Der nächste Morgen, als wir aufwachten, wachten wir durch das Rauschen des Wasserfalls auf. Ich würde sagen, wir schlafen nochmal ein bisschen, weil wir brauchen dringend... Wir werden alle sterben. Du bist so kindisch. Okay, cool. Ja, nächste Mission. Ich bin mal gespannt. Hier passieren gerade Dinge. Ich lese es mal vor. Wir setzten uns hin und erlaubten jedermann, uns auszuruhen. Unsere Leute verlorenen Glauben. Und eine Diskussion brannte aus zwischen Raybert Ellie und Zacharian Nathaniel Hawk. Oh oh. Ein Moment später hatten die zwei sich schon in den Haaren und versuchten, einander zu erwürgen. In ganz großer Absicht. Aha, okay. Jetzt müssen wir uns entscheiden, welchen von den beiden packen wir in den Kerker. Und ich würde sagen, wer ist denn hier? Ja, auf jeden Fall die Pope, ne? So, den packen wir auf jeden Fall her. So. Unser Versuch, Zacharian Nathaniel Hawk zu überwinden, war schlecht. Er entkam uns, schrie uns an flüchtete in die tiefe Nacht. Tja, das heißt, wir haben jemanden verloren und damit auch die Fähigkeit, einen Crate zu tragen. Aber ganz ehrlich, den hätte ich mir selber nicht ausgesucht. Der wurde uns gegeben und deswegen, so what, er ist weg, kein Problem, der kommt wieder. Und wir schlafen mal ein Ründchen. So, 81 Sanity haben wir wieder. Das haben wir auch dringend gebraucht. Am nächsten Morgen wachten wir auf zum Getöse des Wasserfalls. Wunderbar. Und ich würde sagen, es wird höchste Zeit, dass wir weiterziehen. Enough. Genug. Wir müssen uns fortbewegen. Und das stimmt wohl. Und ich würde sagen, wir machen uns schleunigst aus dem Dschungel raus. Denn der war beinahe unser Tod. Das war echt keine gute Idee. Deswegen würde ich mal sagen... Ab und auf zu diesem Fragezeichen. Pling. Wir haben etwas gefunden. Eine Steinstatue. Sehr interessant. Die untersuchen wir natürlich. Oh, die könnten sie ruhig auch mal designen. Wir untersuchten diese mysteriöse, überwachsene Steinfigur. Die kalten Augen starrten uns an. Es war ein unberuhigender Anblick und wir entschieden uns weiterzuziehen. Allerdings bemerkten wir ein paar Gegenstände in der Nähe der Statue. Sie mussten hier von den Eingeborenen der Region hingelegt worden sein. Vermutlich in der Absicht, die Götter zu besänftigen. Wir untersuchen aber mal die Gegenstände. Wir untersuchten die Angebote, Offerings, und wunderten uns, ob wir sie vielleicht mitnehmen können sollten oder nicht. Wir haben da eine Hornflöte und 5 Mangos. Die 5 Mangos sind natürlich ziemlich cool, weil die könnten uns helfen, unsere Sanity wiederzubekommen, oder? Sweet Mangos, delicious, but they spoil quickly. Ich würde sagen, das nehmen wir alles mit. Wir nahmen mit, was uns nützlich erschien. Standing minus 2.
Das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, wir haben da nicht so die große Wahl, denn wir müssen los. Und was sagt denn unser Kompass? Okay, der sagt immer noch nach Osten. Wir versuchen jetzt aber mal, diesen Dschungel zu umgehen, indem wir hier über die Graslandschaft laufen. Deswegen würde ich mal sagen, schlagen wir diesen Weg ein. Ein bisschen Dschungel hatten wir. Oh, da war ein Vogel. Sehr schön. Gut, hier haben wir ein neues Fragezeichen entdeckt. Und es sieht so aus, als könnten wir hier nur durch ein kleines Stückchen Dschungel durch. Das heißt, da könnten wir eigentlich weitergehen in diese Richtung. Und ich würde sagen, da laufen wir jetzt auch mal hin. In der Hoffnung, dass da oben der Tiger nicht kommt. Oh, was haben wir denn da? Und wir sterben beinahe. Okay. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir doch mal ein paar Mangos zu essen. Left click to use. Okay, das hat schon mal funktioniert. Dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin, durch den dicken Dschungel. Hoffentlich ist da was Cooles. Ein Shrine haben wir gefunden. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Allerdings hätte ich mir doch noch was anderes erwünscht. Und ich glaube, ich befürchte, in dieser Nähe, hier irgendwo, könnte eventuell die goldene Pyramide sein, auf der wir ja, die wir ja suchen. Was haben wir denn hier eigentlich für ein Problem? Angry. Oh. Unser Schotte, der ist ein bisschen sauer. Interessant. Und ich glaube, den könnten wir doch eigentlich mal promoten, wo wir gerade dabei sind. Gut, nochmal. Level 2. Okay, hat das irgendwas gebracht? Nicht wirklich. Hoffentlich stirbt er uns nicht gleich, denn das sieht hier leider nicht ganz so gut aus, muss ich leider sagen. Aber wir werden gleich mal versuchen, hier zu dem Wasserfall zu kommen, um dann weiter nach Osten vorzudringen. Aber bevor wir das tun, examinieren wir einmal den Shrine. Sehr schön. Wir standen vor einem Tempel, der so groß war, der aus Stein gebaut war, so groß wie Wägen. Es war ein kräftiges Symbol für die Macht der Erschaffer dieses Tempels. Tief hängende Girlanden, hätte ich fast schon gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Verhingen teilweise den Eingang, der hineinführte. Jemand hatte Kreise aus Blut um die gesamte Struktur herum gemalt. Und Speere platziert und in den Boden gesteckt, als eine Warnung für jeden, der es wagte, hineinzukommen. Und ich glaube, das sind neue Zeichen im Text, die uns verraten sollen, ob es clever ist oder nicht, dort reinzugehen und etwas zu klauen. Und ich würde gerne einfach mal reingehen und gucken. Okay, das sieht eigentlich genauso aus, wie ich gedacht hätte. Aber da liegt nichts drauf, ne? Wir schauen mal. Wir untersuchten vorsichtig den gut erhaltenen Zeremonienraum. Es war eine wirklich beeindruckende Szene. Ein Altar, der von Licht durchflutet war, der thronte in der Mitte des Raumes. Wir untersuchen das und finden natürlich tolle Sachen. Cool. Tome Page of Chasm. Eine Seite, die aus einem alten Buch oder so herausgerissen wurde. Es wurde vermutlich in einer Aliensprache geschrieben. Und aus einem bestimmten Grund kann man das natürlich lesen, weil es natürlich magisch ist oder technologisch interessant. Return this item home or deliver it to a mission to gain fame or funds after the expedition. Okay, könnt uns also etwas Ruhm bringen. Dann haben wir hier ein goldenes Goblet. Könnte eine hervorragende Kaffeetasse abgeben. Vermutlich gibt es uns das aber auch, jawohl, Fame oder Funds. Und leider haben wir keinen Platz mehr. Deswegen würde ich sagen, müssten wir eigentlich... Nee, das brauchen wir dringend. Wir hätten vorher die Mangos essen sollen. Ich glaube aber, das reicht auch erstmal. So, continue. Und wir machen gar nichts weiter, denn ich glaube, wir haben auch schon den Zorn der Eingeborenen ziemlich auf uns gezogen. Sekündchen. Wir essen jetzt erstmal zwei Mangos und versuchen, ohne zu sterben. Müssen wir noch Whisky trinken? Das sieht ganz so aus. Good old Whisky. Ja, Sir.
Und wir gehen dahin, weil wir müssen dringend zum Wasserfall uns wieder. Huch, was war das? Nochmal zum Wasserfall. Ich glaube, ich habe aus Versehen auf Cancel gedrückt. So, da sind wir dann beim Wasserfall. Den müssen wir natürlich untersuchen, das ist klar. Und wir übernachten. Wir setzen uns zur Ruhe. Raybert Alley war total außer sich. Er verlangte Vergeltung für seine Falschbehandlung. Und deswegen müssen wir dem jetzt was geben. Sonst ist er nämlich sauer. Okay, das heißt, wir geben dem eine Kerze, bisschen Munition und... Nein, warte mal, Munition nicht, das auch nicht, aber wir haben noch genügend Seile. Die sind aber leider gar nichts wert. Okay, noch eine Schaufel? Ja, okay, wir machen das so. Deal. Ich war in der Lage, ihn herunterzukühlen mit einigen tollen Angeboten. Okay. Stop resting, alles klar. Am nächsten Morgen wachten wir auf zum angenehmen Geräusch des Wasserfalls. Genug ausgeruht, es wird Zeit weiterzuziehen. Und das tun wir auch. Wir lieben diesen Ort. This was way too scary, wirklich? Hm. Okay, und ich würde sagen, wir gehen mal hier zu diesem Fragezeichen. Und das müsste doch eigentlich schon unsere Pyramide sein. Zumindest, wenn man dem Kompass Glauben schenken soll. Also traveln wir mal eine Runde. In der Tat, hier haben wir sie, unsere Pyramide. Haben wir es doch einigermaßen gebacken bekommen. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was wie unsere Pyramide aussieht. Wunderbar. Ich glaube, das so sah sie auch schon beim letzten Mal aus. Ich bin ein merkwürdiger Typ in einem merkwürdigen Land. Das kann man wohl sagen. Tja, unser Mönch ist weg. Er ist wirklich weg. Der ist auch nicht wiedergekommen, leider. So sieht das wohl aus. Traurig, aber wahr. Vielleicht sind wir in der Lage, noch einen weiteren Gefährten beim nächsten Mal mitzunehmen. Und naja, wir konnten unseren Augen nicht glauben, als wir die goldene Pyramide sahen. Wir haben überlebt. Und natürlich entern wir die Pyramide. Nach Wochen von des Reisens überkam uns Euphorie. Ich wusste, dass mein Name für immer Erinnerung bleiben würde. Und damit beenden wir unsere Expedition nach einer langen Pause. Success! Die goldene Pyramide gibt uns 60. 6 mal Schmetterlinge, 30. Wir haben unfassbare 73 Tage gebraucht. Dafür kriegen wir 17,9. Fame, wunderbar. Und dann würde ich sagen, Finish Expedition. Triumph. Schön, dann können wir auch gleich mal unseren Perk raussuchen. So ein bisschen recht moderne Musik für die damalige Zeit, aber das ist schon in Ordnung. So, was haben wir denn da? Lone Survivor. Survive a little longer when all alone. Strong Mind. Increased maximum sanity. Und Black Market. Access more gear when equipping your track before heading out into the unknown. Yeah. Ja, gute Frage. Ich würde sagen, mehr Sanity, oder? Sanity haben wir eigentlich immer ein bisschen Probleme mit. Schöne Schleife. Wunderschön. Also ich würde sagen, Strong Mind. Yeah. Okay, so. Das ist hier auch neu. Oh mein Gott, sind das wir? Das ist ja abgefahren. Okay, bin ich echt so schlecht? Bin ich so schlecht? Das kann ich ja fast nicht glauben. Oh mein Gott. Okay. Museum Fame 20. Hier haben wir verschiedene Gegenstände. Funds. Auction. Gut, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich kenne mich hier nicht aus. Wir könnten jetzt ein Gift machen. Keep oder Sell. Ah, okay. Das hier steht jetzt sozusagen zur Debatte. Dann könnten wir das noch schenken. Museum. Ah, dadurch bekommen wir ein bisschen mehr Fame. Ich verstehe. So, das hätten wir natürlich jetzt beides hier hingeben können, ins Museum.
dann wären wir fame-mäßig viel besser gewesen, aber dafür haben wir das eine dann verauctioned. Dafür haben wir mehr Funds. Hoffentlich können wir uns gleich was davon kaufen. Das werden wir gleich mal sehen. Continue. So, choose your next destination. Ja, und das werden wir auch gleich tun. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt aber erstmal recht herzlich, dass ihr weiter mir zuschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal entscheiden wir uns, ob wir zu The Hidden Grasslands, a well-balanced region consisting mostly of white grasslands, gehen oder zu den Malicious Drylands, eine harte und desolate, ein desolates Gebiet, die nur erfahrene Erforscher vordringen sollten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten gerne auch abonnieren, wenn ihr am Ball bleiben wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zu The Curious Expedition.